Menschen sind unterschiedlich. Es gibt verschiedene Vorlieben, wie wir die Welt wahrnehmen. Der hier ist der textuelle Typ, darum steht er bei der Ausstellung schon beim Ausgangszeichen. Und was der Zeichner hier witzig darstellt, die Unterschiede, die Präferenzen, wie wir die im Unterricht umsetzen können, wie wir damit arbeiten können, das möchte ich in meinem Vortrag am Beispiel des Englischunterrichts aufzeigen. Ich bin ja Englischdidaktiker, werde aber wie gesagt versuchen, immer wieder auch die Brücke zu schlagen zu anderen Fächern und beginne mit ein bisschen pädagogischem Hintergrund, bevor wir dann aufs Thema selber kommen. Warum sind Lernertypen oder, wenn wir es etwas weiter fassen, Lernerpersönlichkeiten denn so wichtig? Es gibt zwei Argumentationslinien dafür. Eine neurowissenschaftliche, wo wir sagen würden, dass Lernen immer im Rahmen der Persönlichkeit des Lehrenden und des Lernenden, der Lernenden stattfindet. Das heißt, in einer individuellen Art des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns. Und in diesen Dimensionen unterscheiden sich eben die Lernenden voneinander. Darauf sollten wir als Lehrpersonen eingehen können. Es gibt eine zweite bildungspolitische Argumentation. Man nimmt heute an oder fordert, PISA tut das in seinem Literacy-Konzept, dass junge Menschen ihr Wissen in lebensweltlichen Anforderungssituationen erwerben sollen. Sie kennen diesen Satz sicher. Und das heißt auch, dass sie eben wieder die Anforderungen des Lebens dieser Person entsprechen. Also wieder kommt die Person des Lernenden ins Zentrum des didaktischen Interesses. Wenn wir nun Persönlichkeit sozusagen wissenschaftlich übertragen auf das Lernen, dann heißt das, dass uns im Klassenzimmer verschiedene Persönlichkeiten begegnen und man kann diese Aspekte dann wissenschaftlich auffächern. Worin unterscheiden sich die Lernenden? Sie unterscheiden sich in ihren kognitiven Fähigkeiten oder in ihren Begabungen, fachspezifischen Begabungen. Sie unterscheiden sich in Neigungen wie Ängstlichkeit, Introvertiertheit, Motivation, in ihren Denkstilen und Einstellungen, zum Beispiel den Interessen, die sie an gewissen Sachen haben, und auch in den Handlungen, wie sie das Lernen angehen, zum Beispiel bei ihren Lernstrategien. Sie machen einen Master über Qualitätsentwicklung. Qualitätsentwicklung in der Schule heißt immer auch Unterrichtsentwicklung, heißt didaktische Entwicklung. Und da gehen wir heute davon aus, dass diese Heterogenität, die wir bei den Typen Persönlichkeiten der Lernenden antreffen, dass wir das als Ressource für das Lernen sehen und nicht als Problem, sondern als Herausforderung, mit der wir didaktisch, produktiv und kreativ umgehen sollten. Ich gehe jetzt gewisse empirische Befunde durch, die wir haben zu Lernertypen aus der Fremdsprachenerwerbsforschung. Die Art der Daten, die ich Ihnen präsentiere, ist immer gleich. Die Studien gehen immer gleich. Man schaut also, ob sich Lernende unterscheiden, zum Beispiel bei einem Merkmal wie Introvertiertheit und Extrovertiertheit. Und man schaut dann weiter, ob so eine Unterscheidung den Lernerfolg voraussagt oder beeinträchtigt und wie das der Fall ist. Und wenn man genug solche Studien macht, ein paar Tausend braucht man, dann hat man mit der Zeit ein Bild, wie Lernerpersönlichkeiten und Lernertypen denn das Lernen in einem Fach beeinflussen. Wir beginnen mit dem Beispiel Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Denken Sie mal kurz nach, wie ist wohl dieser Zusammenhang zwischen Sprachlernerfolg in der Fremdsprache und introvertierten oder extrovertierten Lernenden? Wie sagt dieses Merkmal den Lernerfolg voraus? 30 Sekunden mit der Nachbarin diskutieren. Eine plausible Annahme, die man machen könnte, und viele von Ihnen sind sicher auf dieses Resultat gekommen, ist, dass die extrovertierten Lernenden der Fremdsprache eher Erfolg haben, weil sie eben sich mehr austauschen, weniger Hemmungen haben, weniger Fehler fürchten und so weiter. Empirisch gesehen ist das so, stimmt tatsächlich, aber nur am Anfang, nur ganz am Anfang. Und mit zunehmender Lerndauer und Alter korrelieren eher introvertierte Lernermerkmale mit dem L2-Lernerfolg. Warum ist das so? Denken wir noch mal kurz nach. Je länger wir eine Fremdsprache lernen, desto wichtiger wird Vokabeln lernen,
nachdenken, abspeichern, dranbleiben, sich nicht ablenken lassen, Regeln verinnerlichen, hohe Time on Task und so weiter. Empirisch gesehen ist man dann zur Annahme gekommen, Extroversion is not all it is cracked up to be. Wieso beginne ich mit diesem Beispiel? Wir können daran einige Dinge sehen, die mir für meinen Vortrag wichtig sind. Erstens lohnt es sich, sich mit solchen empirischen Befunden auseinanderzusetzen im eigenen Fach. Man lernt, Alltagstheorien zu hinterfragen oder auch zu verändern, wie Lernen beeinflusst wird. Ganz wichtig jetzt als Zweites, es gibt nicht den einen Lernertyp, der Erfolg hat. Es gibt noch nicht die eine Merkmalskombination, sondern alle Jugendlichen, verschiedene Lernertypen sollen im Unterricht zum Erfolg kommen können. Das heißt, die Anforderung wäre langfristig didaktisch gesehen, Unterricht so anzulegen, dass unterschiedliche Lernende mit unterschiedlichen Interessen, Lernstrategien und so weiter zu uns kommen, dass sich die alle gut entwickeln können. Wir können nicht eine Lektion auf 20 Art und Weisen vorbereiten, das geht nicht, damit überfordern wir uns, auch wenn es manchmal erzählt wird, aber es kann es niemand. Aber wir können langfristig schauen, dass wir eine Methodenvielfalt entwickeln, wo sich eben verschiedene Lernertypen gut entwickeln. Und der letzte wichtige Punkt ist der, dass man, wenn ich von Lernertypen spreche oder von Persönlichkeiten, von Einstellungen und so weiter, dass das Ausgangspunkte sind, die unser Lernen beeinflussen, aber sind auch Ziele. Das heißt, wir wollen diese Dinge auch verändern. Wir wollen sie durch den Unterricht und durch die Arbeit mit den Lernenden weiterentwickeln. Das heißt, sehr stille Mäuschen sollen die Möglichkeit haben, aus sich herauszukommen, sollen aufgefordert werden, Mut zu gewinnen, sich auszutauschen, und extrem Extrovertierte sollen lernen, in sich zu gehen, sich konzentrieren und so weiter. Also wenn wir von Lernertypen sprechen, dann sind das immer auch Ziele, die wir im fachlichen Unterricht mitdenken im Sinne einer Entwicklung. Ich komme jetzt zu einer sehr breit nachgewiesenen, empirisch gut dokumentierbaren Lernertypologie. Damit wird in der Forschung oft gearbeitet. Man findet, dass es Lerner gibt, die die Dinge so eher analytisch angehen. Will heißen, die an Normen und Regeln orientiert sind, die in der Sprache mal den Fokus auf die Korrektheit legen, die ihren Lernprozess unter Kontrolle haben wollen, Schritt für Schritt, und die zuerst die einzelnen Regeln wissen wollen und die dann zu einem Gesamtbild zusammenfügen. So. Und es gibt andere, das kann man wieder empirisch nachweisen, die lieber mal zuerst das Ganze angucken. Kommunikation, Interaktion, die auf ihr Bauchgefühl vertrauen, die sich mal so eine Sache beschnüffeln und dann mit der Zeit gerne zu den Regeln und zu den Einzelheiten kommen. Das ist so eine Art Vorliebe, die wir bei den Lernenden instinktiv vorfinden im Unterricht. Was heißt das nun, wenn wir so etwas wissen? Das heißt, wir können das jetzt berücksichtigen, wenn wir uns ein Thema didaktisch vornehmen, und ich zeige Ihnen, wie das geht, mit einem Beispiel aus dem Englischunterricht. Das Second Conditional ist so ein Kernthema der englischen Grammatik, und wir machen das jetzt mal so zugeschnitten auf einen analytischen Lerngang. Was würde das heißen? Wir würden also zuerst eine Regel präsentieren. Second Conditional ist Unreal, Present oder Future Conditional und geht so. Regel ist if plus past simple plus would plus infinitive. Beispiel, if he asked me, I would help him. So, jetzt habt ihr die Regel. Zweiter Schritt, jetzt könnt ihr das üben und anwenden. Bitte übt das mal. Sehr richtig. If she knew he was there, she would tell him to go away. Perhaps he would run away if he saw them. Das heißt, ich habe Ihnen eine Regel gegeben, Sie haben diese Regel angewendet, und wir kommen jetzt zum Großen, zur Anwendung. Wir können jetzt miteinander auf Englisch diskutieren, was würden wir tun, wenn wir die Lotterie gewinnen würden. Hier. Wenn wir es mit der Regelbildung noch etwas weiter treiben wollen, können wir sagen, wenn der If-Satz zuerst steht, hat es kein Komma. Wenn der If-Satz als hat es ein Komma, wenn der If-Satz
an zweiter Stelle steht, hat es kein Komma und so weiter. Man kann das dann auf dieser regelbasierten Ebene weiter spinnen. Wir machen jetzt genau dasselbe Thema, aber auf den kommunikativ-holistischen Zugang zugeschnitten. Dazu betrachten wir zuerst ein Kunstwerk. So, man stellt das ungern ab, ist ein sehr schönes Lied. Verdanke ich übrigens einer Fachdidaktik-Studentin von mir, die das gekannt hat, Emily Sondé, Clown. Was machen wir jetzt mit unseren Schülern? Wir diskutieren zuerst über dieses Lied. What was the atmosphere in the song? What is the singer saying about the entertainment industry? Did you like the song? Yes, no. Wenn wir das Ganze uns angeschaut haben, dann gehen wir in die Details und auf eine formale Ebene und sagen, jetzt schaut euch mal an, wie das formal aussieht. Diese Strukturen, die ich hier rot eingefärbt habe, wie funktionieren die eigentlich? Was geht hier vor? Könnt ihr dahinter eine Regularität erkennen? Und wir sehen dann, dass dahinter diese Regel steckt, die wir am Anfang vorher thematisiert hatten. Das heißt, wir kommen zum selben Punkt, aber auf eine andere Art und Weise, durch einen anderen didaktischen Zugang. Beide Zugänge haben Vorteile. Wenn ich zum Analytischen zurückgehe, der mit der Regel beginnt und dann immer allgemeiner wird, sind die Vorteile, dass Regeln, wenn sie gut sind, sehr machtvoll sind, das kognitive System entlasten können, dass man rasch und schnörkellos auf den Punkt kommt mit gewissen Lernenden, dass man gerade bei älteren und fortgeschrittenen Lernenden ihre geistigen Fähigkeiten respektiert, sehr rasch eben zu einem Resultat zu kommen. Die Vorteile des eher ganzheitlichen Zugangs wären, sich in Austausch zu begeben, Emotionen, Sinn zu nutzen, die Grammatik in ihrer kommunikativen Form auch zu sehen und Fähigkeiten wie Abstraktion, Generalisierung, Eigenständigkeit, solche Dinge herauszubinden. Wir sollten also didaktisch das eine tun und das andere nicht lassen. Langfristig sollten bei einem guten Englischunterricht beide Zugänge vorhanden sein, beide Lernertypen zum Zug kommen und so auch die einzelnen Schüler beides mit der Zeit können lernen. Manchmal sieht man das hier, man erlebt das auch in der Alltagserfahrung ein bisschen, etwas zugespitzt gesagt, dass Mädchen lieber zusammen lernen und so ein bisschen Bauchgefühl folgen und Jungs lieber die Regeln wissen und alleine da sitzen und die auswendig lernen. Das ist aber empirisch, wenn man es anschaut, ungenügend abgesichert. Das heißt, es macht keinen Sinn, so eine geschlechtertypisierende Didaktik zu machen. Die Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind sehr, sehr groß. Man findet diese Unterschiede, aber sind sehr klein. Das heißt, es ging hier eher darum, eine Vielfalt abzubilden und Entwicklungen einzuleiten, die jenseits dieser Geschlechtertrennung liegen. Ich komme nun zu einem weiteren Punkt, das ist übrigens auch jetzt wieder für alle Fächer relevant, wie sich Lernende unterscheiden, wie wir Lernertypen unterscheiden können, nämlich nach den Lernstrategien, die sie anwenden. Lernstrategien in der Fremdsprachenforschung definieren wir als specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situations. PISA zeigt sehr schön, wie die Anwendung von Lernstrategien zusammen mit ein paar anderen Dingen, Selbstvertrauen, Motivation, dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit auf Lernerfolg signifikant zunimmt. Das heißt, wir werden die Lernenden haben, die machen das schon. Das sind Lernertypen, die gewisse Lernstrategien anwenden. Das ist sehr gut, das wollen wir entwickeln. Es gibt andere, die machen das nicht. Mit denen müssen wir arbeiten. Und deswegen ist das Bewusstsein für solche Dinge wichtig. Es wird auch klar, ja, warum das auch Entwicklungsziele sind des Unterrichts. Wenn Sie Anfang der Schule keine Lernstrategien einsetzen, können Sie nichts dafür. Wenn Sie am Ende der Schule immer noch keine kennen und einsetzen, dann haben Sie ein Problem und Sie müssen Ihr Schulgeld zurückverlangen. Das heißt, wir brauchen Lehrer, die diese Dinge wissen und das entsprechend didaktisch operationalisieren können.
Eine Lernstrategienunterscheidung, die Ihnen sicher bekannt ist, die auch schon sehr alt ist, ist jene in visuell, hören und kinästhetisch. Das heißt, es gibt Lernende, die so instinktiv visuelle Strategien anwenden, die was sehen wollen, die was aufzeichnen. Es gibt solche, die instinktiv übers Hören gehen und es gibt andere, die sich irgendwie bewegen müssen oder das anfassen oder sowas basteln oder so. Alles sind Dinge, die situationsbedingt Sinn machen mögen. Wir müssen am Thema erkennen, was Sinn macht und dann langfristig verschiedene Zugänge möglich machen, sodass verschiedene Lernertypen gut angesprochen werden. Ich gehe darauf nicht weiter ein, sondern ich nehme das nachher an gewissen Stellen wieder auf. Gehe jetzt auf eine andere Unterscheidung, nämlich die direkten Lernstrategien, die mir sehr wichtig sind. Und da werde ich drei besonders herausgreifen, nämlich Gedächtnisstrategien, kognitive Strategien und Kompensationsstrategien. Alles drei ganz zentrale Elemente, auch der sogenannten Language Learning Aptitude, der Sprachlernbegabung. Die Sprachlernbegabung ist dort hoch, oft zeigt die Forschung, wo solche Lernstrategien zur Anwendung kommen bei den jungen Menschen. Gedächtnisstrategien, das würde heißen, mentale Verbindungen herstellen, in Bildern denken, abstrahieren, vertiefen, solche Dinge. Eine didaktisch uralte Art, aber äußerst effiziente wäre jene der Vokabelkarten, wo man sich selber nach eigenen Vorlieben das Wort so hinschreibt oder aufzeichnet, dass man es sich merken kann, wo man persönliche Vorlieben ausnutzt, wo man Bedeutungen, Kontexte, Bilder und Assoziationen festhält. Hier das Beispiel Love Rat, bedeutet Liebesschuft, stammt aus einer Unterrichtseinheit zum Thema Verlieben und Liebeskummer im Gymnasium. Und Sie sehen hier, wie verschiedene Schülerinnen und Schüler das visuell jetzt illustriert haben, dass man sich das besser merken kann. What is a love rat? Sie können sich fragen, für Ihr Fach, das Sie unterrichten, welche Gedächtnisstrategien gibt es in Ihrem Fach, die sinnvoll sind, die man trainieren kann, mit den Lernern anschauen kann, damit eben solche persönlichen Unterschiede dann kreativ ausgenutzt werden. Eine zweite uralte Gedächtnisstrategie, die äußerst belegt ist, auch empirisch, sind die Eselsbrücken. Nicht? Sie sehen hier Beispiele aus dem Italienischunterricht, zum Beispiel Cervello, Gehirn. Merkt sich diese Schülerin mit der Eselsbrücke Cervela. Sie sehen, das ist eine Schweizerin, das ist ein Cervela hier. Also eine Wurst, die so ein bisschen aussieht wie ein Gehirn und eben auch vom Ton her Cervela, Cervelat an das Wort erinnert. Also hier wird jetzt ein audiovisueller Verbindung dieser spezifischen Lernerin für das Lernen genutzt. Suocero, Schwiegervater, merkt sich eine andere Lernende mit Swatch. Auch eine auditive Verbindung, eventuell verbunden mit einer Erinnerung, weil der Schwiegervater eine Swatch trägt oder sowas. Obwohl das sind 12-, 13-jährige Lernende, die haben normalerweise noch keine Schwiegerväter. Von dem her weiß ich nicht genau, wie man darauf kommt. Aber ist auch ganz egal. Ginocchio, Knie, über Pinocchio, die Schreibweise, die Figur, die statt dem Knie dann eine Schraube trägt. Freddo, Kalt und Caldo heißen, berühmter falscher Freund, merkt sich die Lernerin über so eine Art kinästhetischen Sinneseindruck, Freddo, kalt, beim Frieren klappern die Zähne. Sie sehen, wie hier eine allgemeine Gedächtnisstrategie mit jenen Vorlieben oder persönlichen Zugängen der Lernenden gefüllt werden, die für diese Lernenden hilfreich sind. Ist das auch in Ihrem Fall sinnvoll? Wo? Das wäre eine Frage zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema. Kognitive Strategien wie Strukturen erkennen, Regularitäten sehen, abstrahieren. Wie kann man das
fördern, bei Lernenden, die das nicht instinktiv und von sich aus tun. Ein Beispiel wäre die Arbeit mit authentischem Sprachmaterial, zum Beispiel als Sprachkorpora, wo man gewisse Regularitäten sehen kann und dann selber analysiert. Wir haben es am Bild, am Song schon gesehen, wir haben das da gemacht, wir machen es jetzt nochmal. Hier sind Sätze aus einem Sprachkorpus, einem British National Corpus. Ihre Aufgabe, wie unterscheiden sich die englischen Synonyme speak und talk? Schauen Sie mal, ob Sie das da sehen können in den Beispielen. Ich weiß nicht, ob Sie der Lernertyp sind, die intuitiv in Sprachmaterial nach solchen Regularitäten suchen. Wenn Sie es nicht sind, dann können Sie es hier üben und sich weiterentwickeln. Ist natürlich eine kleine Datenbasis hier. Sie sehen einerseits den Kontext, Diana and Queen Mum und so weiter. Also speak ist das formellere Wort, talk ist eher für alltägliche Situationen und speak ist eher für Einwegskommunikation, also jemand spricht und jemand hört zu, während talk ist eher für interaktionales Sprechen, talk to each other. Das ist etwas, was man sehr gut an guten Beispielen herausarbeiten kann, aber was oft schwer zu erklären ist. Warum ist nun solche Musteranalyse, warum sind Lernertypen, die das instinktiv tun, warum sind die bevorteilt? Warum sagt das empirisch Sprachlernerfolg so gut voraus? Die Antwort ist, weil Sprachlernen ein Prozess ist, wo solche Musteranalyse ganz ein wichtiger Aspekt ist. Man muss nämlich gewisse Dinge merken und herausfinden. Bei unserem Beispiel Speak und Talk verbleibend, man kann sagen, somebody is talkative. Jemand spricht gerne, aber man kann nicht sagen, somebody is speakative. Warum ist das so? Keine Ahnung. Das ist so. Das muss man eben merken. Man kann sagen, I speak French, aber man kann nicht sagen, I talk French. Warum ist das so? Naja, schwer zu sagen. Merkt ihr es halt. Was ich hier mache, ist give a talk, aber nicht give a speak, sondern give a speech. Speaking of which, wenn wir gerade davon sprechen, talking of which gibt es nicht. Objectively speaking, objektiv gesprochen, objectively talking gibt es nicht. Das heißt, wenn wir die Lernenden durch die Didaktik, die wir machen, sensibilisieren, dass das Beachten solcher kleinen Evidenz ein wichtiger Faktor im Spracherwerb ist langfristig, dann tun wir etwas ungeheuer Wertvolles. Es gibt die, die das instinktiv tun, wenn sie zu uns kommen, die sind nicht das Problem, die dies nicht tun, die sollen es bei uns erlernen können. Frage an Sie, gibt es auch in Ihrem Fach Strukturen, die man analysieren kann, wo man die Lernenden selber was herausfiltern und finden lassen kann, vielleicht besser, wie wenn man es erklärt. Die letzte Gedächtnisstrategie, über die ich hier spreche, sind die Kompensationsstrategien. Unbekanntes aufgrund linguistischer, non-linguistischer Hinweise raten solche Dinge, wiederum empirisch äußerst bedeutsam. Ich habe Ihnen hier einen schwedischen Satz mitgebracht und möchte Sie nun bitten, mit Ihrem ganzen Welt- und Sprachwissen zu versuchen, diesen Satz zu entziffern. Ein wichtiger Hinweis ist natürlich Pippi Langstrumpf, das gibt uns Weltwissen. Wo ist das Haus von Pippi Langstrumpf? Das ist nicht mitten in der Stadt, das ist irgendwo außerhalb der Stadt. Das hilft uns, da einen ersten Einstieg zu finden. Wenn ich den Satz zu den Sprachen, die ich gut kann, Deutsch und Englisch, mal in Beziehung setze, dann kommt sowas heraus. Ich habe hier meine deutschen Bezüge kursiv und die englischen Bezüge unterstrichen gedruckt und Sie sehen, dass ich da mit dem, was ich kann und weiß, bereits sehr weit komme. Ja. Interessant ist ja das Wort Gammal, nicht? Weiß nicht, ob Sie vergammelt, ob Sie darauf gekommen sind. Und wenn wir mal so weit sind, obwohl ich eigentlich kein Schwedisch kann selber, dann ist es zur richtigen Übersetzung gar nicht mehr weit. Gammel und Gammal ist offenbar auch ein niederdeutsches Wort, habe ich gemerkt in der Vorbereitung in diesem Vortrag, bedeutet so viel wie das Alte.
und laut Duden minderwertiges, wertloses, unbrauchbares Zeug verschiedener Art. Es gibt also die Lernenden, die immer gleich sagen, verstehe ich nicht, kann ich nicht. Ne? Und es gibt diejenigen, die sich nicht aus der Ruhe bringen und sagen, so, wie komme ich denn da jetzt irgendwie rein? Die kommen weiter. Und die, die immer gleich sagen, verstehe ich nicht, die sollten an solchen Beispielen oder durch die geeigneten Lernstrategien lernen, eben solche Kompensationsstrategien anzuwenden. Ich gebe zu, sie ist nicht immer ganz einfach. Vor allem, wenn die Sprachen distanter sind, hier Russisch. Aber auch hier, oder? Jetzt haben wir das Deutsche gesehen. Sehr deutlich sehen Sie jetzt zum Beispiel am Ende der Zeit das russische Wort Pipi. Ja, ist deutlich zu sehen. Da können Sie schon das kyrillische P und das kyrillische I können Sie hier, da kommen Sie rein. Hm? Sie kommen aber nicht sehr weit. Aber es sind eben die kleinen Anfänge. Langstrumpf ist dann schon schwieriger. Lini Chulok. Warum zeigen psychologische Studien, dass Kompensationsstrategien ein wichtiger Bestandteil sind der Language Learning Aptitude? Warum sagen sie Lernerfolg voraus? Weil eben Verstehen immer ein inkrementeller, kaskadenhafter Prozess ist, bei dem minimal kurze, schadhafte, schlecht verstandene Stimuli große Wirkung entfalten, da sie nicht in den Wüstensand fallen, sondern oft auf einen fruchtbaren Boden von bereits bestehendem Wissen, so wie bei Ihnen im Pippi Langstrumpf-Beispiel. Und diese Erfahrung muss man beim Lernen machen können. Das ist wichtig. Ich könnte die Strategiediskussion jetzt fortsetzen hier. Und es gäbe noch eine weitere indirekte Lernstrategie, wo sich Lernende auch unterscheiden in ihrer Anwendung, also Metakognitives, das heißt neues Wissen mit Bekanntem in Verbindung bringen, sich selber Ziele setzen. Es gibt Lernende, die setzen sich nie Ziele selber, die hocken einfach da und warten, was passiert heute am Donnerstagmorgen. Ja. Es gibt solche, die fragen sich nie, ob das gut war, was sie gemacht haben, sondern sag doch du mir, ob es gut war. Das sind auch Dinge, die wir im Fach ausbilden können. Auftrag für Sie heute Nachmittag in Ihrem Fach, nicht? Was könnte man für Lernformen anwenden, um zum Beispiel die Lernenden dazu bringen, metakognitive Strategien einzusetzen, wie sich Ziele setzen, eigenen Fortschritt reflektieren und so weiter. Affektive Dinge, sehr wichtig, Gefühle wahrnehmen, mit Risiken umgehen, Risiken eingehen, über die eigene Befindlichkeit sprechen, Ängste verbalisieren und so weiter. Gerade beim Sprachlernen sind wir immer in der Situation, dass es schief gehen kann oder dass man sich irgendwie, dass man nicht weiterkommt oder dass man jemanden fragen muss. Wie kann man das beim Lernen aufgreifen? Soziale Strategien, jemanden um Rat fragen, mit anderen zusammen was erarbeiten, Fragen stellen. Auch das kann man unterrichtspraktisch gesehen sehr gut langfristig aufbauen. Wichtig dabei ist immer, dass solche Dinge an konkreten Themen und an Beispielen und an Inhalten gemacht werden. Das heißt, kein abstraktes Strategientraining machen, das gab es mal so in den 80er, 90er Jahren, Clipboard war das, Methodentraining. Da haben die Menschen so die Methoden eingeübt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben. Und das war immer ganz schön, es gab schöne Fortbildungen, aber nachher konnte man damit nicht viel anfangen, weil man hat es so ganz im Abstrakten mal gehört. Das heißt, dort, wo sich das im Fach anbietet und dort, wo das Sinn macht, da muss man den Wert solcher Lernstrategien den Lernenden aufzeigen. Und Sie als Spezialisten für Schulmanagement und Qualitätsentwicklung sollten fähig werden, eben Lehrpersonen dahin zu bringen, dass sie ihr Fach so sehen und durchdringen, dass sie in den Stoffen und in den Themen des Fachs Gelegenheiten sehen und entwickeln können, wie man solche Dinge dann mitlernen und mit operationalisieren kann.
Ich komme jetzt zu einem ganz großen Thema. Ich hätte das gerne weggelassen, weil das so groß ist, aber das kann ich nicht. Jenes der Motivation. Sie kennen bestimmt die Unterscheidung in die motivierten und die nicht motivierten Lernenden. Lehrpersonen machen das sehr gerne. Es gibt die Motivierten und es gibt die Unmotivierten. Empirisch ist die Datenlage, so wie ich sie überblicke, so: als Prädiktor für Lernerfolg ist Motivation tausendfach empirisch nachgewiesen. Da, wo sie da ist, kommen langfristig Erfolge. Da, wo sie fehlt, bleiben Erfolge langfristig aus. Man hat dann sehr lange versucht, in der Forschung auch die ideale Motivationslage zu finden. Das hat eigentlich nur negative Resultate gebracht, wie wir sagen in der Forschung, oder wie ich ja geschrieben habe, es war für die Katz. Das heißt, es gibt nicht die eine Motivationslage, die zielführend ist. Zum Beispiel kann man intrinsisch, extrinsisch, das kennen Sie sicher, also so willentlich motiviert sein versus eine gute Note machen wollen, beides kann zum Erfolg führen. Wir sehen Motivation heute eher als Schnittstelle der individuellen Lernerpersönlichkeit, das heißt, verschiedene Faktoren kommen dabei zusammen. Wir sehen sie auch in einer Handlungs- und Sinnperspektive, das heißt, eine Sache ist dann motivierend oder wir sind für sie motiviert, wenn wir auch für die Handlungen motiviert sind, die mit dieser Sache verbunden sind. Motivation ist keine Basisenergie, die für alles und jedes eingesetzt werden kann, so wie Strom oder Geld, sondern die hat einen Gegenstandsbezug. Motivation ist Sinn von etwas und sie baut sich dann auf, wenn verschiedene Lernertypen die Möglichkeit haben, Sinn zu finden, Sinn zu sehen, Sinn aufzubauen in einem fachlichen Lernprozess. Ich orientiere mich bei den Faktoren der Motivationsentwicklung, es gibt sehr viele, sehr gerne an der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan. Ich glaube, wenn man damit arbeitet, hat man grundlegende Faktoren an der Hand, wie für verschiedene Lerner langfristig Motivationsaufbau möglich ist, möglich sein kann. Die Selbstbestimmungstheorie sagt uns, Menschen haben ein Bedürfnis, sich nicht dauernd von außen regulieren zu lassen, sich nicht dauernd an äußeren Zwängen ausrichten zu müssen, sondern autonom auch handeln zu können. Das Bedürfnis, Erfolg zu erleben, etwas zu bewirken, wäre das Bedürfnis nach Kompetenz, und jenes nach sozialer Eingebundenheit wäre jenes mit anderen Menschen zusammenarbeiten, angenommen sein, in der Gruppe wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, dass wenn wir uns diese Prinzipien didaktisch vornehmen, dass dann für verschiedene Lernertypen Motivationsaufbau notwendig wird. Jetzt komme ich zu diesen Shakespeare-Sonnets, die Jens Wöller bereits angesprochen hat. Das habe ich auf Sankelmark damals intensiv vorgestellt. Hier spreche ich es nur an. Ich bin in meiner eigenen didaktischen Ausbildung bei Urs Ruf und Peter Galin intensiv mit der singulären Standortbestimmung konfrontiert worden. Also, dass man die Lernenden nicht gerade zutextet mit Fachwissen, sondern mal zuerst sagt, so jetzt schau mal an, du mit deinem Setup, mit deinem Wissen, mit deinen Vorlieben, mit deinen Interessen, die sehr unterschiedlich sind von deiner Nachbarin, aber du, schau jetzt du mal, wie weit du kommst, überleg dir mal, was du da damit machen kannst, was das für dich bedeutet, ob du eine Idee hast zu einer Sache. Und mit diesen Lernerkonzepten, mit den Ideen, mit den unterschiedlichen und heterogenen Vorstellungen, die die Lernenden haben, kann man nachher im Unterricht sehr gut arbeiten. Man kann sie adaptiv aufgreifen, um das Verstehen der Lernenden zu unterstützen. Hier ein Beispiel aus dieser Sonett. Einheit, zu der ich viel geschrieben habe. Shakespeare-Sonette sind äußerst schwierig, sind 400 Jahre alt, sind verschlüsselt. Sie glauben nicht, dass sie jemals ein Wort verstehen können. Es ist eine lange Anfangsphase damit verbunden, aber sogar so averse Lernertypen wie Jens Möller können das, sind dazu in der Lage. Wenn man sie mal ausprobieren machen lässt, Sie sehen hier einen Lernjournal-Eintrag einer Schülerin, die jetzt hier sagt, I have to admit that I began the lecture with the hardest prejudices and no motivation.
die startete also als nicht motivierte Schülerin, die hasste das Zeug. Since I had some problems to get into the style of writing and the poetry itself, das lag ihr nicht. Astonishingly, after a while, the work began to please me and show itself from the exciting side. Also sie, man kann hier sehen, wie Motivation sich entwickelt für diese Sache, wie sich ein Sinn dafür aufbaut und die, die Folge ist dann, I started to read no longer passages with pleasure, something that had always annoyed me. Also auch Motivation wäre eine Eingangsbedingung, aber auch ein Lernziel des fachlichen Lernens, das man aufbauen kann. Ich habe heute Morgen denselben Vortrag schon mal gehalten in Rendsburg an der Schulleiterdienstversammlung vor 140 Gymnasialrektoren. Das war auch ein Erlebnis. Und da kam einer zu mir nach dem Vortrag und sagte, das ist gut und recht, Herr Keller, aber ich bin Mathematiker und kann nicht sagen, so überleg mal, was dir zum Dreieck in den Sinn kommt. Und die Antwort darauf lautet, falsch. Das kann man. Für die Mathematiker unter Ihnen, das ist jetzt ein Beispiel meines Kollegen Peter Galin, der Mathematikdidaktiker. Weiß nicht, ob Sie zu den Lernertypen gehören, die, wenn Sie sowas sehen, gleich den Vorhang runtergehen, weil Sie Mathematik geschädigt sind oder weil Sie Schiss kriegen. Also, das kann ich nicht. Nur weg damit. Ne? Und der Auftrag lautet jetzt hier, schau dir das Ding mal an, was kommt dir dazu in den Sinn? Machen wir das ganz kurz zu dieser Gleichung. Was kommt Ihnen, was fällt Ihnen dabei auf? Was kommt Ihnen in den Sinn? Wenn man Lernjournale anschaut von Schülerinnen und Schülern, dann haben die ganz vielfältige Ideen dazu. Eine Idee ist, das Ding ist irgendwie symmetrisch. Das ist vorne und hinten immer was los, das ist wie eine Blume. Da hat es immer rechts und links etwas, solche Dinge. Und darin liegt tatsächlich ein Schlüssel zur Lösung dieser Gleichung. Man braucht nämlich nur immer das, was vorne steht und das, was hinten steht, abzusehen. Also ein Viertel minus ein Viertel, dann fällt das weg. Ein Viertel minus ein Viertel, die nächste Klammer fährt auch weg. Ein Viertel minus ein Viertel fällt auch weg. Am Schluss haben wir nur noch ein Viertel x minus ein Viertel. Es ist ganz einfach. Also x ist 1, nicht? Ein Viertel von 1 minus ein Viertel ist 0. Das heißt, mit der Lernidee von der Blume, von der Symmetrie, kann man bei dieser Gleichung sehr weit kommen. Und das wäre jetzt so ein Moment, wo jemand ein kleines Erfolgserlebnis gehabt hat. Mal, auch wenn er vielleicht sich für unbegabt hält in Mathe, so ein Fünklein geweckt wird, wo man dann sagt, vielleicht sind die Gleichungen ja doch was für mich, damit kann ich irgendwie ins Geschäft kommen. Das meine ich mit dem Bedürfnis nach Kompetenz, nach DC und Ryan. Die soziale Eingebundenheit als Determinante für die Motivationsentwicklung sehe ich sehr gerne an über das Peer-Feedback. Jens Müller hat es erwähnt, ich habe viel dazu geschrieben, indem die Lernenden miteinander was anschauen, indem sie sich austauschen, nach fachlichen Regeln lernen sie im Fach und es ist eben auch motivierend, weil man dann gemeinsam mit anderen als in der Lerngemeinschaft sozusagen weiterkommt. Eine ganz einfache Variante ist die Form Two Stars and a Wish. Ich glaube, das geht in allen Fächern, das geht nicht nur in Englischen. Wenn jemand anders was gemacht hat, wenn man denen eine Rückmeldung gibt, dann formuliert man zwei Qualitäten und einen Wunsch an die Arbeit der Mitschülerin. Oder Rückmeldebögen wäre eine weitere Fähigkeit oder eine weitere Möglichkeit. Das heißt, die Lernenden geben sich gegenseitig Rückmeldungen. Ich habe das hier jetzt wieder unterschieden nach analytisch regelbasiert, kriterienbasiert, A, B, C, D oder ganzheitlich, holistisch mal von der Wirkung ausgehen, die das Ganze hatte und dann auf die einzelnen Inhalte kommen. Also auch hier, meine Arbeiten zeigen das im Englisch, solche Peer-Learning- und Peer-Feedback-Prozesse sind motivationsfördernd für Lernende mit ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Motivation. Kommen wir zur Zusammenfassung. Was sollen Sie heute
von hier mitnehmen für Ihren weiteren Studiengang. Lehrkräfte sollten versuchen, die natürliche Heterogenität beim Lernen didaktisch kreativ zu nutzen. Das ist ein Teil von Qualitätsentwicklung an den Schulen. Das ist ein fachlich spezifischer Prozess. Man muss in seinem Fach etwas verstehen als Lehrperson, um zu sehen, wie man dann verschiedene Zugänge zum einem Gegenstand eben finden kann. Und da lohnt es sich auch ein bisschen, die empirische Forschungslage zu kennen, die ich jetzt hier ein paar Beispiele aufgezeigt habe. Die Lernertypen, die wir vorfinden auf verschiedenen Ebenen am Anfang des Unterrichts, sind Ausgangsbedingungen, sollen sich aber im Lernen auch verändern. Die, die keine Lernstrategien mitbringen, die das nicht gern tun, typischerweise, sollen das lernen können. Das heißt, wir müssen längerfristig Aufgaben stellen oder auswählen können, die unterschiedliche Lernende ansprechen, weiterbringen und eine Repertoireerweiterung ermöglichen. Und das heißt oft auch bei den Lernenden selber Interesse wecken für die eigenen Lernhandlungen und Vorgehensweisen. Wie habe ich das gemacht? Was bin ich für ein Typ? Wie gehe ich gewohnheitsmäßig an den Dingen ran? Und wie könnte man das auch noch tun? Auf eine andere Art und Weise. Das ist letztlich eine Investition in die Kompetenz der Lehrkräfte. Die ist zentral. Wir haben ja heute die Bildungsstandards, die uns für das Lernen verbindliche Kompetenzanforderungen vorgeben. Und wir haben die Ziele eines modernen, schülerorientierten Unterrichts. Die Messlatte für den Erfolg dieser Geschichten ist deren Umsetzung im konkreten Unterricht. Da entscheidet sich, ob das, was wir Bildungsstandards nennen, dann auch für die Qualitätsentwicklung in Schule und Unterricht fruchtbar wird. Und die entscheidende Ressource dabei ist eben die Professionalität der Lehrkräfte. Die müssen ihr Fach gut genug verstehen, um eigene Zugänge zu kennen und verschiedene Zugänge zu einem Gegenstand möglich zu machen. Denn in dieser Operationalisierung auf didaktischer Ebene, da entscheidet sich's frei nach Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist meine letzte Folie und ich hole nochmal jetzt, ich mache den Bogen nochmal ein bisschen auf. Wir haben ja diesen PISA-Satz jetzt nochmal. Wir sollen also lebenswertige Anforderungssituationen schaffen, um aus Kindern konstruktive, engagierte und reflektierte Bürger zu machen. Nicht? Und die Kinder, wie wir gesehen haben in der Forschung, die sind sehr unterschiedlich. Wie können wir die jetzt für die Zukunft vorbereiten? Und da habe ich einen Gedanken von John Dewey und der ist mir sehr schön und wichtig, nämlich es ist eigentlich das, was ich heute im Unterricht erlebe. Das bereitet mich vor auf die Zukunft. Also preparation for the future means that the person, young or old, gets out of his present experience all that there is in it for him at the time in which he has it. We always live in the time that we live and not some other time. And only by extracting at each present time the full meaning of each present experience are we prepared to do for doing the same thing in the future. Und wenn ich eben heute die Erfahrung mache, dass ich mich auf eine Art und Weise, die mir liegt, die mir Erfolg bringt, mit einer Sache auseinandersetzen kann, wenn die beginnt für mich Sinn zu machen, wenn ich mich als Persönlichkeit darin wiederfinden kann, wenn ich mich daran weiterentwickeln kann, dann wird die Sache auch in Zukunft für mich eine Bedeutung haben und wird mich in meinem Leben weiter prägen. Und deshalb, glaube ich, macht diese Beschäftigung mit verschiedenen Lernertypen und ihre didaktische Umsetzung Sinn. Damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus